Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Ganz kurz und knapp, und zwar stehe ich mit Nicole gerade vor dem DM und ich hatte die glorreiche Idee, wieso mache ich nicht einfach mal ein Video darüber, dass alles, was Nicole jetzt anfasst, ich kaufen muss. Also ich habe jetzt extra geguckt, dass wir nur im DM sind. Das kann halt nicht allzu teuer werden, hoffe ich zumindest. Und ja, wir gucken jetzt einfach, sie weiß das nicht, sie steht draußen und wartet auf mich. Und hält sich die Ohren zu, obwohl sie nichts hören kann. Ich weiß nicht, ob man sie sieht. Da. Also wir gehen jetzt rein und gucken einfach, was sie anfasst, was ich kaufen muss. Ich hoffe, es wird nicht zu teuer. Ich habe Angst. Sie weiß nicht. Kann ich einen kleinen Wagen nehmen? Ja, wenn du willst, kannst du einen kleinen Wagen nehmen. Du kannst einen kleinen Wagen nehmen, ja. Ja, tu rein schon mal. Das hier? Mhm. Das kommt schon wieder rein. Ach, ja, tu rein. Das? Mhm. Hier. Weiß ich nicht, was ist das? Ich hab's nur für deine Brille, siehst du? Perfekt. Mhm. Super. Wie sie sich alles anguckt. Ich kann nicht mehr. Ich hab so Angst. Oh fuck, das wird teuer. Ich habe keine Ahnung, ich glaube, sie erwartet irgendwas. Gut, dass ich... Oh Gott. Sie ist so schnell unterwegs. Brauchst du denn noch was, oder? Okay. Dann guck mal. Was ist was? Das ist irgendein Tee. So eine Scheiße. Ich hoffe, der schmeckt. Mhm. Nimm. Mach deine Tante arm. Du gehst schon deine fünfte Runde hier. Mhm, nimm. Ich glaube, sie checkt das. Ich glaube, sie checkt das langsam. Nimm sie ruhig. Warum bin ich komisch? Weil ich alles haben darf. Ich sag doch, die checkt das. Hm, leckere Kekse. Mhm. Mann, ich will hier raus. Ich will hier raus. Mhm. Okay. Sehr gerne. Brauchst du noch was Dringendes? Ja. Echt jetzt? Ja, Haargummis. Aha, Gummis, okay. Kann man das an meinen Hund dran machen? Was? Das an meinen Hund dran machen. Mhm. Das ist Deo. Nee. Nee, nee, das ist ein Deo. Sind wir denn so weit, oder? Sie hat das sowas von gecheckt. Sie nutzt das gerade vollkommen aus. Ich sag's euch. Vollkommen nutzt sie das aus. Den darfst du nicht aufmachen, Mann. Den kannst du nicht aufmachen. Ja, komm, Labello ist da hinten irgendwo. Ich will hier raus. Ich will hier einfach nur noch raus. Was? Ich kaufe 5 Zerstäuber. Keine Ahnung, was das ist. Zerstörer? Nee, Zerstäuber. Keine Ahnung, was das ist. Mann. Wie die sich freut, weil die gecheckt hat, dass sie alles kriegt, ne? Das ist unglaublich.
Ich weiß es, ja. Möchtest du das auch wissen? Du drehst jetzt schon einfach um. Hier ist den Gang bis zum Schluss auf der rechten Seite. Da hängen sie dann. Dankeschön. Stopp! Da ist rechts. Bitte kein Tor mehr. Guck mal, der macht ein bisschen rote Lippen. Der macht keine Farbe, ne? Den habe ich nämlich. Der macht keine Farbe, nur der macht Farbe. Und der da? Das weiß ich nicht. Okay, super. Gut. Scheiße. Kaugummis gibt's auch noch. Ja, dann stell dich an und dann kannst du dir Kaugummis raussuchen. Aber du kannst hier jemanden vorlassen. Guck mal. Kann ruhig kommen. Ah, danke. Du hast ja viel mehr, deswegen. Traubenzucker. Das ist Traubenzucker. Das, was du gerne isst, das schmeckt wie diese Ketten. Hier, nimm deine Kaugummis und dann. Gibst du dir doch mal die Tupper? Hier die. Sind das. Super. Hast du verstanden, was gerade abging? Nö. Also ich habe gerade einfach mal 60 Euro dagelassen, weil ich gesagt habe, alles was du anfasst, werde ich kaufen. Ich ehrlich sein. Du wusstest das, ne? Ich habe es euch gesagt. Ich habe direkt gesagt, die checkt das langsam, weil die danach angefangen hat, oh guck mal, ich krieg alles und ist dann da rumgelaufen, hat schon angefangen zu hüpfen. Die ist da rumgehüpft, Leute. Ohne Witz, das war so richtig so, ich krieg alles, was ich will. Ich kaufe jetzt das und das und oh, das brauche ich eigentlich gar nicht. Was ist das? Oh, das nehme ich mit. Ehrlich gesagt wusste ich das schon, als ich dieses Ding lange mit Miriam vorgekriegt habe, weil ich sonst sowas nie kriege von dir. Ja, weil das richtig unnötig ist. Und ich habe es immer gesehen, weil du ganz, ganz laut warst und alles reingeschmissen hast. Ja, wir zeigen euch auf jeden Fall gleich, was sie alles jetzt bekommen hat. Und das ist viel. Ja, sehr viel. Ja, du hast mich pleite gemacht für diesen Monat. Ich meine, ich war schon vorher pleite, aber jetzt bin ich pleite. Ja, ein Armer. Ja. Das heißt, jetzt kein Abendessen mehr für heute. Hey, nein, ich krieg am Montag Gehalt. Heute ist Samstag, Montag, jetzt Gehalt, alles super. Dann zeig mal, was du alles gekauft hast, Madame. Was ich am meisten mag, oder? Was mir ist das egal. Das hier. Das war, glaube ich, das allererste, was du eingepackt hast, ne? Ja, das mache ich dir gleich auf. Okay. Da kannst du deine Brille dann immer reintun. Ah, ich dachte, das wäre so für, wenn man die Taucherbrillen, weil das so mehr Ding ist. Nee, das ist für deine normale Brille. Okay, und jetzt weiß ich gar nicht weiter, was da ist. Kunststoffbinder. Kunststoffbinder kann vielseitig eingesetzt werden als blumiger Tütenverschluss, als Zierelement oder Geschenkanhänger, aber auch als stilechte Befestigung von Blumentöpfen. Jetzt weiß ich, wofür es ist. Und Kaugummis. Nee. Oh, warte. Ja, das ist der Ebelin Handyhalter, ne? Hier. Ja, der kostet 3,95 €. Das ist schon ganz kaputt gegangen. Und Labello. Ja, der Labello. Der farbige. Der hat auf jeden Fall 1,65 €. Ja, ist Chili. Okay, jetzt mach ich Blödes. Noch ja. Labello. Weißt du, wie teuer der war? Nein. Das ist dieser vegane. Der kostet 3,95 €. Da ist doch kein Fleisch drin. 3,95 € für einen beschissenen Labello, ey. Ah, ich weiß jetzt, was das ist. Die Sonnenbrille. Die Sonnenbrille hat 5,95 € gekostet. Du hast sie noch nicht mal anprobiert oder so. Du hast sie einfach ausgewählt. Warum soll ich die anprobieren?
Ja. Ja, richtig, weil ich ja bezahle, ne? Die sieht schön aus. Aber die passt dir nicht, kann das sein? Ja. Ist sie dir zu klein? Ja. Dein Ernst? Das ist nicht dein Ernst. Zieh nochmal an. Wie kann die dir denn zu klein sein? Die ist ein bisschen eng. Egal, die passt auf jeden Fall nicht. Ja, die ziehst du auf jeden Fall an. Und ich habe zwei Sachen. Noch ein Labello. Ja, der Labello hat... Mach den doch nicht jetzt auch noch auf. Doch. Ich will mich sehr von innen aus. Ja, der kostet auch 1,65. Der ist weiß von Emma Maus. Das ist der, den ich auch habe, der ist... Rosa hier weiß. Ja, der ist rosa, aber der hat keine Farbe oder so. Und jetzt das leckerste Kekse. Weiß nicht genau, ob der so lecker ist. Mit Zartbitterschokolade auch noch. Und Dinkel-Doppelkeks, Schatz. Das sind Bio-Kekse. Egal, wir sind mit Spannung an. Die wäre gut auf die Hochzeit von dir. Eine Spannung machst du mir dran. Alle drei bitte. Und jetzt, das ist die ewige Frage. Was ist das? Ja, das müssen wir mal googeln. Das ist ein Parfümzerstäuber. Alexa, was ist ein Parfümzerstäuber? Folgendes habe ich im Web gefunden und übersetzt. Laut eo.co.uk. Ein Parfümzerstäuber ist ein nachfüllbares Sprühgerät, das aus einer Kappe, einem abnehmbaren Oberteil, einem Sprühgerät und einer Flasche besteht. Also einfach nur ein leeres Ding, wo du was reinfüllen kannst. Wasser, wenn wir warm wird. Nach was für die Haare. Ah, genau. Nach was für die Haare. Ja, und der Reifen, der hat 4,45 Euro gekostet. Weil der schön ist. Naja, Traubenzucker. Der Traubenzucker war 55 Cent. Damit kann ich vollkommen leben. Regina, probieren wir das als Ende. Wir wissen, wie das ist. Ja, das können wir später probieren. Ich möchte und jetzt noch was. Ach, das genau. Das wird Regina nehmen. Ja, jetzt gleich. Ich will wissen, wie du damit aussiehst. Los. Jetzt direkt? Ja. Ja, dann lass die ich wollen es auch sehen. Ach, dann muss ich den aber warte im Badezimmer machen. Reicht. Fall auf meine Ohren. Hyaluron Vitamin E Shea Butter Green Tea Jody Berry. Ich bin nass. Überall nass. Liquid Lip Balm. Das ist gar kein so krasser Lippenstift. Da. Das ist Lippenbalsam. Krass. Ach, das ist auch. Ach, oh. Stimmt, ja, das ist noch ein Lippenstift. Das lohnt sich zu kaufen. Das lohnt sich wirklich zu kaufen. Vor allem ist es pink. Solange Regina das macht, habe ich was anderes getan. Ah, genau, den Tiger-Dingens da für Fruchttiger 95 Cent. Aber lecker. Oh, Tuf, der ist ja richtig pink. Somit gehst du auf die nächste Hochzeit, wo du gehst. Pumping Gel Lipstick. Oh, der riecht gut. Oh. Ja, jetzt habe ich zwei neue Lippenstifte, Freunde. Den ich einmal benutzen werde. Und Tee! Ja, den hat die auch angepackt und ich denke mir so, Pfirsich-Cola-Nuss. Cold Energy Tea. Ich habe Cola gelesen, deswegen dachte ich, es wäre lecker. Mit Vitamin B6 für einen normalen Energiestoffwechsel. Ich darf nicht. Ja, können wir gleich mal ausprobieren. Warte, das war das letzte. Aber das ist keine Cola-Nuss, das ist Cola-Nuss. Egal, und jetzt will ich noch die Kekse gucken. Warte, ach ja, genau, der Deo, ne? Das hat 55 Cent nur gekostet. Das Deo? Mhm.
2,45 € für einen blöden Tee, ey. Warte, jetzt probieren wir beide jetzt nochmal die Käse. Ja, da ist nur ein Labello, den ich haben wollte. Für 3,95 €, glaube ich. Lecker. Schmeckt wie ein normaler Doppelkeks. Lecker. Ja, ja, meiner hat auch 3,95 € gekostet. Der Rest ist von Nicole. Ich habe insgesamt 56,40 € ausgegeben, ey. Hat sich gelohnt, ne? Ihr hättet die im Auto sehen müssen. Da hat sich die Madame ihre Beine überkreuzt, Hand raus, mit ihrer Sonnenbrille so. Und ich denke nur so, ja, dir geht's gut, ne? Ja, Leute. Das ist auf jeden Fall daraus geworden. Aus dem Video mit dem... Sie war schuld. Mhm. Du hast es ausgenutzt, weil du es gecheckt hast. Ja. Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mann, ich hab geputzt.